So. Ja, machen wir vielleicht erstmal kurzes Check-in. Hallo zusammen. Irgendwie, ich habe, glaube ich, keinen Fall, wo so Community Calls oder sowas 4 Wochen auseinander liegen und man das Gefühl hat, ich habe heute früh mal in die Aufzeichnung vom letzten Mal reingeguckt, die Welt hat sich komplett auf links gekrempelt. Also das ist echt irre, wenn man sich vorstellt, dass wir vor 4 Wochen irgendwie das letzte Mal beieinander waren und was seitdem alles passiert ist. Also crazy. Weiß nicht, mag jemand ein bisschen erzählen, mal teilen, so wie die letzten Wochen waren? Jemand irgendwas, ich meine, Negatives haben wahrscheinlich viele erlebt, aber gibt es auch irgendwie Lichtblicke oder Gutes, was man teilen kann? Good Practices? Hallo, hier ist Gerhard. Richtig. Ja, der Hadi wagt sich mal vor und ich sag mal, wow, mein Typ ist gefragt plötzlich. Wir haben, obwohl das alle für möglich, nicht möglich gehalten hätten, bei uns in der Firma und auch darüber hinaus virtuelle Workshops gemacht mit Breakout Rooms, obwohl die Infrastrukturen nicht so elegant wie bei Zoom sind bei uns in der, bei den Healthineers oder bei Siemens. Und es hat erstaunlich gut funktioniert und ich habe inzwischen einen Rattenschwanz an Menschen, die sich von mir wünschen, sagen wir mal, die Formate, nicht nur die Technik, sondern auch die Formate. Wie kann ich sowas gestalten? Wie kann ich Avatare visualisieren? Wie kann ich sehen, wo wer in welchem Breakout-Room ist und was er gerade tut? Wie man mit Office 365 gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann und so weiter und so fort. Und ich erlebe da bei vielen Leuten sowas wie ein, ja, ein Aufbruch Ja. in Beziehungen über solche lustigen Medien, die man nicht für möglich gehalten hätte. Die Kata hatte das in dem Podcast, wo sie neulich war, hat sie das genannt, die Zwangsdigitalisierung. Also man ist irgendwie erstaunt, wie viel innerhalb von 2 Wochen geht, was, wo man sich vorher 5 Jahre den Mund fusselig geredet hat. Ne? Ja, wobei eigentlich ist es ja gar keine Digitalisierung. Ich meine, wir sprechen immer noch mehr oder weniger nur vom Videochatten mit ein bisschen Screensharing oder halt mit virtuellen Meetings. Also da muss man schon aufpassen, weil ich sehe es natürlich auch, alle schreiben jetzt gerade, Corona treibt die Digitalisierung voran, aber und es ist ja auch Ganz schön. einer der positiven Aspekte, aber da gehört ja eigentlich mehr dazu. Aber das Videochatting ist natürlich super. Ja, der Matt Malenweg von Automattic, die Macher hinter WordPress, der hat eine recht schöne Grafik. The 5 Levels of Remote heißt die. Ne, wo er sagt, so was ist so der Entwicklungsschritt, wenn du von einer reinen Präsenzcompany halt zu einer rein virtuellen Firma wirst. Und die 5 Schritte sind halt irgendwie, erste Level ist, du machst überhaupt nichts, lässt einfach, also förderst das überhaupt nicht. Zweiter Schritt ist dann, du bildest das, was du offline hast, online 1:1 nach. Also du hast die gleichen Meetings, die haben die gleiche Agenda, du dokumentierst die genauso. Level 3 ist irgendwie Adopting to the Media. Also du lernst so die Vorzüge kennen. Was weiß ich, du protokollierst nicht mehr in Word, sondern alle haben ein gemeinsames OneNote offen und schreiben zusammen am Protokoll, solche Sachen. Level 4 ist Asynchronous Communication. Also du lernst halt, dass du für verschiedene Sachen gar kein Meeting oder nichts Synchrones mehr brauchst, sondern machst es asynchron über Chat, über Hashtags. Und 5. Level, da sagt er immer, er will sowas haben, was so weit in der Zukunft ist und ihn auch noch als Leitbild dient. Das nennt er Nirvana. Da ist so die Beschreibung irgendwie sozusagen ein Level von Performance und eine Kultur vor allen Dingen, die du als In-Person-Company, also als Firma mit einer starken Präsenzkultur überhaupt nie erreichen kannst. Und ich glaube, viele werden halt jetzt gerade, die noch starke Kultur haben, halt von Level 1 auf 2 oder 3 erstmal gerade so geschmissen. Das geht halt nicht von einer Woche auf die andere, von 0 auf 0. Ich finde, das Wichtige ist, dass da jetzt so ein bisschen Shift im Mindset passiert bei vielen Kollegen und Mitarbeitern, die das nicht für möglich gehalten haben, dass das überhaupt nicht möglich ist. Jetzt tut man es. Also das Erste, ja, man denkt, man erlebt, dass es funktionieren kann. Und damit ist sozusagen der Weg bereitet für die Digitalisierung, dass dann eben auch mehr geht und dass sich dann auch Dinge ändern. Also nicht der Ablauf einfach vom Analogen ins Digitale, Ja. sondern dann, dass die Dinge dann auch anders getan werden. Ja. Die letzten 2 Wochen auch ausprobiert habe, ist Chrome OS auf einen alten Rechner gebracht. Und mal geguckt, wie funktioniert das. Sachen, die ich noch nicht mal angedacht hatte, einfach mal gemacht. Ja. Ja, es wird viel experimentiert und ausprobiert im Moment. Ja.
Wenn man so viel Zeit hat, ich habe ja vor 3 Wochen einen neuen Circle gestartet, ja, und habe mir auch wieder sehr herausfordernde Ziele vorgenommen. Aber dadurch, dass ich jetzt so viel Zeit habe, bin ich immer relativ gut dabei, ja, bei meinem Burn-Up-Chart. Ja. Machst du mal einen Burn-Up-Chart? Das ist auch interessant. Ja, ja, genau. Ja. Cool. Einfacher. Und ich habe den Eindruck, ich esse einmal am Tag und das ist ständig. jede Woche 2 Kilo. Es gibt total viele, die sich so kochen. Da geht es mir anders. Dadurch, dass ich Zeit habe im Homeoffice, kann ich mich wirklich auf meine Ernährung konzentrieren und habe tatsächlich schon abgenommen. Okay. Ach was. Ja. Mir geht es auch so. Also ich mache jetzt Sport. Und, ach was. Also in Österreich ist ja schon relativ lang so eine Ausgangssperre da. Und also spazieren dürfen wir. Mhm. Und da habe ich jetzt echt relativ viel. Also mit den Kindern halt, Kinderwagen in den Wald, so ein bisschen. Das ging davor nicht, ja, wo ich eigentlich nie ins Homeoffice konnte. Jetzt ist es anders. Ja. Das ist eigentlich cool. Ja, Moritz schreibt im Chat, er ist 26 Tage gelaufen im letzten Monat. Das ist auch nicht schlecht. Gute Quote. Also ich habe gerade schon reingeschrieben, ich finde es total irre, dass ihr alle sagt, ihr habt so viel Zeit. Ich komme jetzt gerade auch aus dem Call mit 10 Österreichern übrigens. und ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Zeit mehr. Ich habe das Gefühl, mir läuft die Zeit jeden Tag davon. Und das liegt ein bisschen daran, dass ich so das Gefühl habe, dass in meinem normalen Alltag, wenn ich die Dinge tue, dann sind die in so einer Balance. Dann habe ich jemanden gegenüber, dann habe ich einen Termin, dann habe ich den Kontext. Hier, ich bin die ganze Zeit irgendwie damit beschäftigt, die Leute irgendwie ans Telefon zu kriegen oder in so einen Call reinzukriegen, dann ist das ganz oft kontextbefreit, weil man ganz viel eben so wie jetzt auch über eben dieses Corona spricht und das eigentliche Thema so ganz oft so in den Hintergrund gerät. Und deswegen, ich bin abends immer fix und alle. Ich habe das Gefühl, ich habe ein Drittel von dem gemacht, was ich normalerweise am Tag tue und bin aber kaputt, als wenn jeden Tag Freitag wäre. Also so geht es mir gerade. Genau. Und esse auch irre viel, laufe aber auch irre viel, also ich darf viel essen. Sehr gut. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, wie jemand oder Organisationen davon getroffen werden. Ne? Von Leuten, die halt totale Existenzangst jetzt haben, was weiß ich, Startup-Szene oder so, bis zu, wir haben auch viel mit IT-Abteilungen zu tun, die letzten 2 Wochen rund um die Uhr gearbeitet haben, um VPN-Infrastrukturen am Laufen zu halten und Server in irgendwelche Rechenzentren reinzuschieben und so. Also das macht Stress auf ganz verschiedenen Ebenen und sehr unterschiedlich aktuell. Es gehen plötzlich Sachen, die vorher so nicht funktioniert haben. Klar, ich meine, das ist so ein bisschen wie, es gibt ja vom Kotta gibt es dieses Change-Modell mit Sense of Urgency, ne? Und jetzt ist so richtig Sense of Urgency, wenn der Vorstand sagt, wir müssen mal so ein bisschen Digitalisierung, was in den letzten Jahren immer auf den Folien stand, das ist halt nur so teilweise Sense of Urgency. Kennt ihr diesen Spruch jetzt, der immer wieder dieses Foto, wer treibt bei euch die Digitalisierung im Unternehmen, CTO, CEO oder Covid-19, ich finde es super passend. Also. Genau. Aber Pivi hat schon gesagt, es gibt nur noch ein Thema. Ich denke, wir haben für heute auch noch ein paar andere Themen. Ja. Ich versuche mal, Moment, meinen Bildschirm freizugeben. Oder mache ich das gar schon? Nee. Jetzt. Seht ihr? Ja. Genau, also wir haben einen dichten Fahrplan, ein paar Sachen, über die wir sprechen wollen. Ich hoffe, wir schaffen das alles. Wir haben zum einen mal Corona-Check-in gemacht. Now for something completely different, also mit ein bisschen Verzögerung, natürlich auch wegen dem Thema, ist die Version 1.6 von dem LernOS for You Leitfaden rausgekommen. Nicht nur mit Verzögerung, sondern auch mit den Features ein bisschen abgespeckt. Also die von euch, die irgendwie die Issue-Meilensteinplanung tracken, haben vielleicht gesehen, dass wir ein paar Sachen rausgeschmissen haben und auf 1.7, 1.8 verschoben haben. Aber ich finde das... Für mich ist es ein großer Meilenstein, weil was Wirklichkeit jetzt geworden ist, was ich seit langem schon mir gewünscht habe, nämlich eine saubere Webversion. Also wir haben ja bisher irgendwie mit den Leitfäden eigentlich immer noch so die Kohlenstoffwelt. Also wir drucken Dokumente irgendwie resendelt. Also das heißt, es gab PDF-Versionen, Slideshare war ja nur die hochgeladene PDF-Version. Es gab E-Books, was eigentlich ja die Buchmetapher auf elektronisch umgesetzt ist.
Und das, was mich eigentlich immer gestört hat, ist, dass diese ganzen Vorzüge des Webs, dieses Verlinkbare, Kommentierbare, Sharebare, dass wir das nicht hatten. Ne? Ausgehend von ersten Gesprächen mit dem Leonid letztes Jahr, glaube ich, am VW-Barcamp, wo wir schon mal über Mechanismen in der Produktionskette gesprochen haben, wie man eben Webversionen produzieren kann. Das ist jetzt so über verschiedene Iterationen sozusagen die Webversion Wirklichkeit geworden. Die habe ich auch verlinkt im Protokoll. Das heißt, wir können ab jetzt mit dem aktuellen Workflow eben nicht nur PDFs und so weiter produzieren, sondern auch das, was ihr hier seht, nämlich eine Webseite aus einem Leitfaden, die so ist, wie man sich das vorstellt. Zum einen mal das, was die Kapitel sind im Leitfaden, sind halt hier klickbare Navigationselemente. Das heißt, ich kann hier durch einzelne Kapitel lesen. Die Bilder und so sind alle die gleichen. Also das wird in einem Produktionsprozess einfach durchgeneriert. Das heißt, wenn ein neuer Leitfaden da ist, gibt es auch eine neue Version. Die Bilder sind alle da. Die Links in der URL sind eindeutig. Also das heißt, wenn ich jetzt jemanden schicken will, schau dir mal den OKR-Lernpfad meinetwegen an, dann habe ich hier eine eigene URL und wenn ich die jemand schicke, dann landet er auch wirklich in dem Kapitel OER-Leitfaden und nicht bei einem Download-Link von einem PDF, wo er dann erstmal nachlesen muss. Also das ist so das eine große Ding, wo ich auch echt froh bin, dass wir jetzt quasi in der responsiven Webwelt sind. Könnt ihr auch mal ausprobieren auf dem iPhone, auf dem Android, auf dem Tablet. Ist das komplett responsiv, also passt sich der Umgebung an. Zwei weitere Sachen noch. Das eine ist, dass wir eine Suchfunktion mitbekommen, das ist hier oben bei der Lupe. Also das heißt, wenn ihr euch erinnert, jemand sagt mal, irgendwas gab es doch da mit einem digitalen Zwilling meinetwegen, ne? Dann kann ich hier oben eingeben, digitaler Zwilling, und lande halt genau bei der Kata zum digitalen Zwilling. Also auch der Suchindex wird für jeden Leitfaden immer mitgeneriert, das heißt, es ist vollständig durchsuchbar. Und dritte große Vorteil ist, dass wir jetzt an jedes Kapitel sozusagen unten dran eine komplette Kommentar-Engine mit dran rendern. Also das heißt, da wo man bisher ja nur in Anführungszeichen nur Erfahrungsaustausch in einem Circle oder in einem Tandem hat, wird es jetzt einfach möglich, dass ich Fragen stellen kann, Hinweise geben kann, Feedback geben kann, Tipps und Tricks zu einer Kata, zu einem Grundlagenkapitel und das halt direkt im Web an jeder Seite unten dran. Und das dient zum einen mal halt dem Wissenstransfer über die Circle hinweg. Das heißt, keine Ahnung, wenn jetzt im Podcasting, jemand macht den Podcasting-Lernpfad und hat irgendwie einen Hinweis, in Audacity beim Schneiden geht es so und so. Wenn irgendjemand in einem anderen Circle darauf stößt, ne, dann muss der nicht den gleichen Fehler nochmal machen oder gleiche Learning nochmal machen, sondern kann hier in die Kommentare schauen. Gleichzeitig ist es natürlich auch für die Maintainer von den Leitfäden cool, weil man da immer mal reingucken kann, wenn man eine neue Version von dem Leitfaden plant. Und wenn da viele irgendwie die gleichen Fragen stellen oder an irgendwelchen Stellen scheitern oder Probleme haben, kann man das eben direkt im Content des Leitfadens irgendwie, also kann sich das rausziehen und kann es in die Entwicklung quasi mit reinnehmen. Also das war so für mich irgendwie im letzten Monat der Lichtblick, auch wenn alles so ein bisschen am letzten Drücker passiert ist, dass wir da jetzt wirklich diesen Schritt haben. Diejenigen von euch, die an einem Leitfaden dran sind, kommen ja nachher noch dazu. Einige schreiben ja Leitfäden noch auf Google Doc und so. Wir sind gerade dabei, das so ein bisschen zu dokumentieren, dass wir so nach und nach das für alle Leitfäden reinziehen. Und vielleicht bis oben rein in die Navigation noch ein Navigationselement bekommen, dass man über die Leitfäden hinweg springen kann. Also dass jemand, der über einen Link zu einem Sketchnoting-Leitfaden einsteigt, über die Navigation eben dann auch alle anderen verfügbaren Leitfäden findet, dass das so ein durchgängig browsbares Ökosystem quasi wird. Also schaut euch das mal an, gebt da Feedback. Da gibt es noch so ein paar Bugs. Der eine Hauptbug ist, dass im Moment hier noch so Überschriften gedoppelt werden. Das heißt, hier steht Grundlagen. Wenn ich das aufmache, ist hier nochmal Grundlagen, ne, so Geschichten. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn euch nur andere Sachen auffallen, packt es einfach auf Connect oder als Issue in GitHub mit rein. Wir nehmen jetzt so mal den nächsten Sprint, um zu lernen, wie man mit dieser Webversion umgeht und dann werden wir das in die nächsten Versionen mit einbauen und verfeinern, wie wir es ja immer machen. Also gibt es da spontan irgendwie Rückmeldungen? Hat sich das jemand schon mal angeschaut? Taugt das? Taugt das nicht? Ich kenne es ja schon ein bisschen länger. Ich finde es total super. Und ich hätte eine konkrete Frage. Ja? Wie kriege ich denn jetzt meinen Leitfaden dahin sozusagen? Was muss ich da tun? Muss ich das selber machen oder gibt es quasi einen Service, der mir das da irgendwie automatisiert durchnudelt?
Ja, einen Service gibt es nicht. Ich bin mit Leonie Zimmer gerade, der Prototyp dafür war ja der Podcasting-Leitfaden, da haben wir es das erste Mal gemacht. Und die Idee ist, dass das Repository LernOS-Template quasi einen Leitfaden übers Leitfaden schreiben wird. Und die Make-Dateien, die da drin sind, die generieren auch gleich die Web-Versionen mit. Das heißt, wenn man dann sozusagen auf die Produktionskette updatet, generiert das nächste Mal, checkt es wieder ein als Version, dann hat man quasi die Web-Version auch mit dabei. Aber da wird es hoffentlich jetzt im zweiten Quartal, also nächster Sprint jetzt, mal eine Basisanleitung geben. Es kommt ein Tool neu dazu, was man braucht, was quasi diese Web-Version generiert. Und man muss in den Repositories, aber dein Prozessmodellierungsleitfaden liegt ja bei uns, also können wir es auch umstellen, quasi einstellen, dass ein bestimmtes Verzeichnis in dem Repository als Webseite ausgeliefert wird. Na, sonst funktioniert der Link quasi einfach nicht. Also da können wir gucken, dass wir jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten, wer da Interesse hat, der Karl hat auch schon gesagt, sie wollen das für einen Sketchnoting-Leitfaden auf jeden Fall auch, na, dass wir das vielleicht ein bisschen bündeln und mal ein, zwei Sessions machen, wo wir gucken, wie wir die einzelnen Leitfäden möglichst schnell darüber bringen. Gibt es etwas, also ein bisschen schreiben, ich habe jetzt angefangen, einen Diversity-Lernpfad zu schreiben. Gibt es etwas, was ich von vornherein berücksichtigen sollte oder Tipps? Sagst, damit tust du dich dann leichter mit der Überführung? Nee, also das wird ja, wie gesagt, einfach automatisiert gemacht. Das heißt, da muss man jetzt für die Webversion nichts Besonderes mitdenken. Das Einzige ist vielleicht die Granularität, auf der man diskutieren soll. Können soll. Also, was weiß ich, nehme mal Podcasting wieder als Beispiel, wenn ich da ein Kapitel habe, Audio-Editoren zum Beispiel, ne, und ich würde auf der Ebene sozusagen ein Kapitel machen, dann würde ich bedeuten, dass auch die Kommentare nur auf der Ebene möglich sind. Und dann kommentiert vielleicht einer zu Audacity und einer zu Audition und einer zu einem anderen Tool. Das ist natürlich in den Kommentaren dann nicht so schick. Ja, da würde man vielleicht eher empfehlen, die auf die Kapitelebene zu wählen der Tools, ja, sodass ich quasi zu Audacity im Kontext von LernOS eine eigene Seite mit eigenem Kommentarfeld bekomme. Ja, das wollen wir auch mal so ein bisschen als Abwägung in diesen How to Write a LernOS Guide mit reinpacken. Aber das ist so im Moment das Einzige, was mir einfällt, wo so eine Designentscheidung ist, die man dann aber auch, wenn man jetzt sagt, man trifft sie einmal so, und stellt fest, man würde gern feiner granular diskutieren können, in der nächsten Version ändern kann. Das Einzige ist nur, dass man dann wahrscheinlich die bisherige Kommentarkette verliert, weil diese Kommentarkette funktioniert so, dass hier unten, das ist Discuss, sieht man hier, das ist ein eigener Dienst, den wir auch in der Corporate Learning Community ja verwenden. Und das funktioniert einfach so, dass es einen Diskussionsstrang je URL gibt hier oben. Und wenn ich jetzt meine Kapitelstruktur umschmeiße und die URLs hier oben heißen neu, dann sind auch die alten Kommentare weg, ne, weil einfach Discuss nicht mehr weiß, dass das Kommentare sind, die eigentlich dazugehören. Das wird man aber in dem Leitfaden auch ein bisschen so als Warnhinweis beschreiben. Genau, aber da können wir gerne, wir haben ja für Mai, glaube ich, den Workshop geplant, oder? Anfang Mai für den Guide, da können wir gerne mal drauf eingehen, Pivi. Danke. Genau, so eine Kleinigkeit. Wir haben parallel zu Connect, also zu der Community-Plattform, jetzt auch einen Chat-Server aufgebaut, hier von der Akademie aus. Academy Everywhere heißt der. Das ist so die Idee, quasi alle Aktivitäten, die rund um die Akademie passieren, virtuell zugreifbar zu machen. Da findet ihr hinten einen Beitrittslink. Da waren ja einige von euch auch schon, haben so digitale Brownbags gemacht. Der basiert auf Discord, also ein Chat-Server. Na, da wollte ich nur noch mal zur Abgrenzung sagen, weil einige gefragt haben, wie ist das zu Connect abgegrenzt. Ne? Beides ist offen, da kann jeder rein. In Discord, kann ich auch kurz mal zeigen, gibt es hier auch, ne, neben den Räumlichkeiten der Akademie, die es als Kanäle gibt, gibt es hier eben auch für LernOS-Kanäle. Ne, hier, Leonid, habe ich heute gestern Abend gepostet, habe ich mein Reaper auf Ultraschall 4 abgedatet. Also da werden jetzt auch so die leitfadenspezifischen Sachen oder die Teams, die sich um Leitfäden kümmern, nach und nach einziehen, wenn sie es wollen. Ne, Sketchnoting, Karl, Ralf, Lars, Benjamin sind da jetzt mittlerweile schon aktiv. Die waren bisher in einer eigenen abgegrenzten Telegram-Community, wo sonst keiner reingucken konnte. Ne, und das versuchen wir jetzt hier in den Kanälen ein bisschen zusammenzuführen und auch sichtbarer zu machen, ne? Dass man einfach sieht, woran wird gerade gearbeitet. Ne? Man kann sich so vorstellen, dass Connect eher so
sag mal so, das Long-Term-Memory ist, also wo so lange Diskussionen, die nachvollziehbar sein sollen über eine lange Zeit, Veranstaltungsdokumentationen wie LernOS-Camp und so weiter drin sind. Ne? Und Discord oder das Academy Everywhere ist eher so der Real-Time-Chat, also diese schnelle Abstimmung, so wie man WhatsApp im Privaten vielleicht benutzt oder Teams, wo wir halt gemerkt haben, dass die Chats auf Connect da schnell recht unübersichtlich werden. Wie gesagt, wer Lust hat, kann über den Beitrittslink da dazukommen. Wir hatten jetzt in den letzten zwei Wochen täglich von 12 bis 13 Uhr immer so ein Brownback, wo wir uns da einfach in so einem Audiokanal getroffen haben, zusammen halt Mittag gegessen haben. Jetzt mittlerweile sind ja diese ganzen, wir essen zusammen Mittagsmeetings, wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das heißt, das dünnen wir jetzt ein bisschen aus, weil man einfach an anderen Sachen auch noch teilnehmen will. Idee ist, dass wir jetzt an allen Tagen ab nächster Woche, wenn kein Community Call ist, da so ein Brownback von 13 bis 14 Uhr immer machen und immer in dem Modus Lean Coffee. Also es geht erstmal mit Unterhaltung los und wir haben so ein digitales Whiteboard, wo wir Themen sammeln, abstimmen und dann so die Themen, die besonders viele Stimmen bekommen, denen halt dann jeweils ein paar Minuten widmen, um darüber zu sprechen. Aber halt auch hart timeboxed, also auch 14 Uhr soll das dann zu Ende sein. Genau, Lernos Assembly beim CLC 2.0 Digital, da gucken wir vielleicht nachher nochmal drauf ein. Karl-Heinz wird auch kurz was erzählen von der Digital-Variante von Corporate Learning Camp, 19. 20. April. Das gleiche auch diese Review-Session für den Content Curation Guide und E-Portfolio Guide. Stefan habe ich, glaube ich, schon gesehen, ist auch da. Machen wir nachher mit. Was ich euch noch reingepackt habe, weiß nicht, wer dabei war, letzte Woche, war ja eigentlich auch dieses geplante große WOL-Event, wo eigentlich die Idee war, dass bei HRS in Hamburg ein großes Meetup stattfindet. Ich glaube, die hatten 300 Tickets oder irgendwas auf Eventbrite draußen und John Stepper da ist und das neue Buch vorstellt und alle, die so regionale WOL-Meetups waren, sich da quasi per Videokonferenz hätten einklinken können. Haben sie natürlich auch abgesagt, weil HRS das auch nicht hat stattfinden lassen können natürlich und haben das dann virtuell per Zoom gemacht. Da waren auch so immer so um die 400 Leute drin. Ich habe euch da mal die Aufzeichnung verlinkt. Es ist relativ viel John erzählt über das neue Buch. So was ich so rausgehört habe, können wir gleich noch drüber diskutieren, wird sich an dem Ball-Format nicht so viel ändern. Also man hat jetzt nichts gehört über neue Übungen oder neue Guidelines oder dass sich da radikal was ändert, sondern hauptsächlich neue Geschichten drin, neue Stories. Die Story von der Sabine Kluge, vom Lukas, von der Kata. Also das sind jetzt einfach Kapitel quasi mit neuen Umsetzungsstories. Kann man ja vielleicht mal, wer Lust hat, kann sich die Aufzeichnung anschauen. Das ist so eine gute Stunde YouTube-Recording. Dann können wir beim nächsten Mal dann nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Was mich ein bisschen gewundert hat von den neueren Themen, die John angestoßen hat. Also es gibt ja diese Videoserie, wo man sozusagen diese ersten 5 Minuten Intro zu jedem Circle sich als Video angucken kann und dazu dieses Circle-Journal geschickt bekommt. Davon hat er gar nichts gesagt. Weiß nicht, ob er das nicht weiterverfolgt oder warum er das nicht pusht. Und auch zu diesem WOL-SC, also dieses WOL Self-Compassion oder Self-Care, was er über ein halbes Jahr geht und viel so Mindfulness-Komponenten drin hat, wo es ja mal so irgendwie Pilot gab mit ein paar Circle. Dazu hat er auch nichts gesagt. Also es ging dann am Ende hauptsächlich um das neue Buch, was jetzt, glaube ich, hier in Englisch im nächsten Monat rauskommt und für Deutsch ist, glaube ich, August angekündigt oder September. Können wir dann gucken. Würde ich sagen, machen wir nochmal im Detail, wenn es dann da ist und wir über gelegte Eier sprechen können. Genau. Dann kommen wir auch schon zu den Themen, wo ihr kurz erzählen wollt, was so in der Community passiert ist. Ich habe jetzt hier mal als erstes den Simon und die Mira. Ihr habt im Kontext von der Veranstaltung an der Hochschule Nürnberg was erzählt zum selbstgesteuerten Lernen und zu LernOS. Ich glaube, ich habe euch auch schon gesehen beide. Genau. Ja, genau. Wir haben auch so 2-3 Folien vorbereitet. Gehe ich hier mal raus. Das war wahrscheinlich auch virtuell, oder? Und nicht an der Hochschule selber? Genau, wir hatten ursprünglich mal geplant, quasi Kick-Off-Workshop mit den Studierenden
physisch zu machen, weil sozusagen die Idee war, wir machen Kickoff-Workshop einen Tag lang, erzählen dann so ein bisschen was zu Community-Learning, vernetztes Lernen und dann geht es sozusagen in die Umsetzung und da orientieren wir uns so ein bisschen am LearnOS-Guide und das ist sozusagen das Vehikel, wo man es dann mit ausprobiert und das hat aber leider nicht geklappt, sich physisch zu treffen und deswegen mussten wir dann auch das Konzept so ein bisschen umstellen. Genau, vielleicht ganz kurz zu dem Rahmen, wo hat es stattgefunden? An der TH Nürnberg, da gibt es eben so ein Hochschulzertifikat zu digitale Kompetenzen und das steht erstmal allen Studierenden offen. Und genauso der Modus quasi, wir machen Kickoff, wir begleiten die Studierenden dann so ein bisschen und am Ende gibt es nochmal einen Abschlussworkshop, der wir haben ihn im Juni geplant, wo wir schon ein bisschen hoffen, dass der dann auch physisch stattfindet. Genau, und was haben wir für Tools genutzt? Wir haben MS Teams genutzt, aber sozusagen die freie Version, weil da an der TH sind gerade noch dabei, das sozusagen bei sich einzuführen, dass man das sozusagen auch in diesen Education-Modus nutzen kann. Da wird es sich ja auch anbieten, aber das ist gerade noch im Prozess, da waren wir ein bisschen zu früh dran, deswegen haben wir quasi einfach ein eigenes Teams eingerichtet. Das ist eine schöne Beobachtung. Der Leonid hat gerade im Chat gefragt, ob Discuss schon DSGVO-konform ist. Ich habe das Gefühl, in den letzten 2-3 Wochen sind sehr, sehr, sehr viele Augen an vielen Stellen zugedrückt worden, was man vor einem Monat noch nicht hat vorstellen können. Auf jeden Fall. Da hatte ich auch bei den Gesprächen mit den Menschen von der TH das Gefühl, die sind gerade happy, wenn man überhaupt was anbietet oder was macht und sind da an sich entspannt oder man sieht es halt so ein bisschen als Experiment. Ja. Genau, und Tools eben MS Teams und dann haben wir noch Padlet und Mentimeter genutzt, um das einfach so ein bisschen anzureichern. Genau, wir haben jetzt noch so ein bisschen die Schlagworte da nochmal aufgeführt. Einerseits ja die Überlegung, vom Thema her ja Community Learning, da passt es eigentlich ja super, dass wir den quasi einen Kickoff machen und dann die Studierenden dann online begleiten über die 12 Wochen hinweg und dann am Ende und zwischendrin immer wieder so ja Online-Termine mit denen machen zum Reflektieren, wie es ihnen so geht und halt ja so kleine diese Boxenstopps online anbieten und dann ja, noch einen Abschlussworkshop zu machen. Wie jetzt gerade schon gesagt, hat uns Corona dann gleich von Anfang an in die Online-Variante gebracht, was dann auch gleichzeitig eine Herausforderung für uns für den Kickoff war, weil wir hatten den eigentlich auch schon fertig, den Präsenz-Kickoff. Also wir hatten ihn schon konzipiert und dann okay, online. Und ihr wisst ja alle, da hat man nochmal andere Modalitäten. Da hat man ja dann irgendwie, braucht man öfter mal eine Abwechslung, insgesamt kürzer und was kann man überhaupt umsetzen. Und da haben wir, das war eine ja, der zweite Punkt, Herausforderung, gleichzeitig auch nochmal, gerade bei dem Thema Community Learning, wenn ich mich in so eine, ja, in so einen Circle zusammenfinde, was auch Bestandteil unseres Kickoffs auch mit einer Übung gewesen wäre, virtuell abzubilden, das war ja auch eine der Herausforderungen, weil es ja schon auch so ein zwischenmenschliches Thema ist, wie lernen wir uns da überhaupt kennen oder wie finden wir uns überhaupt zu einer Gruppe zusammen. Genau, also insgesamt hat uns ja Corona das Thema eigentlich sogar befeuert. Also wir sind von Anfang an gleich online gegangen, haben dann auch die Übungen zum Beispiel gleich live getwittert zusammen mit den Studierenden. Das war eigentlich auch eine coole Übung, das hätten wir auch nochmal gut nochmal ausbauen können. Und dadurch wussten, oder sind eigentlich fast alle Studierenden sofort im Kickoff dann auch gleich auf Twitter gewesen und sind sich da gegenseitig gefolgt. Das war auch ein cooler Effekt so, weil normalerweise, oder so wie ich es halt jetzt kenne, auch bei uns bei Voice Circle Kickoff-Geschichten, dann tauscht man mit 2-3 Leuten die Twitter-Namen aus, dann sagt man, ja, das macht man dann mal und irgendwie haben wir da das von 0 auf 100 gefühlt geschafft gehabt, dass die alle da getwittert haben. Genau. Wenn sie da Circle bilden, nutzt ihr dann die Kanäle in Teams, dass die dann sozusagen da so einen eigenen Bereich haben? Ja, Simon, machst du mal die nächste Folie? Da haben wir nochmal einen Screenshot von unseren Tools gemacht. Also auf der linken Seite seht ihr, wie gesagt, in Teams haben wir den allgemeinen Channel gehabt, wo wir dann auch das Hauptmeeting hatten. Dann haben wir noch einen Channel für Feedback gehabt und dann haben wir für die einzelnen Gruppen, da seht ihr das Schloss daneben, dann diese die eigenen Kanäle. Private Kanäle. Ja.
haben den dann auch in die Kanäle des Lerners OneNote reingelegt, also dass die das in dem Kanal schon drin hatten. Und genau, und dann hatte der Simon noch die coole Idee, dass wir die, dass wir Padlet verwenden können für sowohl Vorstellung als auch Gruppenbildung. Ja, sehr genau. Cool. Gefällt mir sehr gut. Da haben wir es dann so gemacht, dass wir die ja dann bei der Vorstellungsrunde dann auf Padlet drüber gelinkt haben. Das ging eigentlich auch ganz gut. Dann, wie ihr seht, bei dem Screenshot diese drei Hashtags dann als Vorstellung. Und dann hatten wir halt noch die Idee, dass man halt noch ein GIF auswählen kann. Also nein, der Simon hatte die Idee, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war dann total begeistert. Und das war auch während der Vorstellungsrunde, die dann insgesamt auch echt eine halbe Stunde ging. Und ja, das war echt lang für online, bis dann jeder sein Mikro anhatte, was gut funktioniert hat. Aber es war echt lang. Und dann war es aber für die Augen schon auch irgendwie eine Abwechslung, da diese GIFs immer wieder zu haben. Das war ganz witziger Nebeneffekt. Sehr cool. Da freut sich auch der Stefan, weil Padlet auch in einem Content Creation Guide eine gewisse Rolle spielt. Genau. Ja, Simon, hast du noch, ich sehe dich gerade jetzt gar nicht, wenn du kannst noch ergänzen. Also der Simon Burda, nicht der Simon Dückert. Genau, also ich glaube tatsächlich halt so eine Vorstellungsrunde, das war auch gefühlt so die Herausforderung, wo uns echt unsicher waren, wie funktioniert es. Aber irgendwie so mit dem Padlet und jeder sucht sich noch ein Bild raus, das war einfach so eine ganz gute Aktivierung. Wo dann auch die Leute gemerkt haben, okay, ist so ein bisschen spielerisch, so ein bisschen interaktiv und jeder hat so ein bisschen was von sich erzählt. Und da hat sich eigentlich eine ganz gute Dynamik eingerichtet. Und später haben wir dann sozusagen das Padlet genommen und haben dann eben diese Gruppendinger hingeschoben und dann konnte jeder quasi in Echtzeit sozusagen gucken, wer geht jetzt in welche Gruppe gerade. Den fand ich schon in der Vorstellung ganz interessant. Also sozusagen die Gruppenfindung, die man sonst physisch hat und wo sich das dann so nach und nach findet, konnte man da online eigentlich auch ganz gut nachbilden. Also das kann man ganz gut machen. Sehr cool. Echt? Genau, wir haben dann auch, das war eigentlich auch eine ganz coole Geschichte, hat sich dann halt jeder dann zu seiner Gruppe hingeschoben. Und dann haben wir danach eine Pause gemacht. Also wir haben insgesamt zwei Pausen gemacht und wir waren von halb zwei bis halb fünf. Insgesamt, der Kickoff war relativ lang, aber eben halt auch mit Pausen und wir haben dann in der Pause quasi die Personen, die sich zu den Gruppen geschoben haben, dann in die Kanäle hinzugefügt. Mhm. Wir sind dann nach der Pause dann gleich in den Kanälen durchgestartet, das haben wir zum Beispiel. Ja, das ist auch viel schneller, als man es offline irgendwie schafft mit irgendeinem Flipchart, wo sich Circle dann erstmal zusammenfinden. Ja, das ist echt gut. Und das Recording mal nutzen, um das ein bisschen zu dokumentieren für Circle-Bildung, gerade auch online. Weil ich glaube, das ist was, was viele im Moment sehr gut gebrauchen können, so konkrete Vorgehensweisen. Und ich glaube, das ist auch, Teams ist ja da auch nicht perfekt irgendwie mit irgendwelchen Breakout-Rooms oder so, aber darüber kann man es dann auch ganz gut machen, dass man sich halt dann verteilt. Und das ist natürlich für uns auch, sage ich mal, als Betreuer oder wie auch immer unsere Rolle da ist, ganz spannend. Ich habe vorhin mal reingeguckt. Dann haben sich die Teilnehmer schon Links zugeschickt oder einer hat jetzt geschrieben, ich kann doch nicht zu dem ausgemachten Termin und so. Man hat so ein bisschen Einblick in die Kommunikation, was ja eigentlich auch immer ganz nett ist, dass man so ein bisschen mitbekommt, was passiert da oder wo braucht vielleicht eine Gruppe Unterstützung oder so. Das heißt quasi, der Deal ist, es ist Circle of Trust, aber ihr als Betreuer könnt in die verschlossenen Gruppen trotzdem auch eingucken. Genau. Ja. Ich glaube, das ist auch gar nicht anders machbar in Teams. Ne? Also wenn man Owner ist von einem Team, kann man gucken. Ja, also sonst müssten wir halt die Channels selber erstellen. Aber wir haben halt gesagt, dass wir da schon das OneNote reinlegen können und quasi die Räume vorbereiten, sodass sie direkt starten können. Dann ist es eigentlich ganz praktisch. Alfred schreibt im Chat, super Sache, kann er gut gebrauchen. Das klingt ja, wir haben auch das uns auch gedacht gehabt, weil wir es in den nächsten Schritten geht es dann so weiter, dass wir in zwei Wochen nochmal mit den, also in Kleingruppen nochmal online, wie gesagt, treffen haben. Genau. Das ist jetzt so der Ablauf, den wir uns überlegt haben. Eigentlich hatten wir weniger Termine, jetzt haben wir ein paar noch eingestreut. Mhm. Und wir haben halt dann am 17. in den Kleingruppen dann so einstündige Termine, wo wir dann halt auch nochmal über die Ziele sprechen und halt da auch noch ein bisschen in Austausch gehen. Und da sind halt die Kanäle auch super praktisch, weil dann sieht man einerseits, sehen wir, was ist passiert. Andererseits, wenn man dann irgendwie die Online-Session dokumentiert, dann können wir gemeinsam mit denen in ihrem OneNote zum Beispiel noch was eintragen oder noch ein Dokument hochladen. Und dann muss man halt nicht die ganze Zeit so hin und her schicken. Also von dem her sind die Kanäle auch so
ja jetzt schon super praktisch. Also wir sind ja noch echt total am Anfang. Das war ja erst letzten Freitag. Und genau, und dann haben wir jetzt dann noch eine Online-Session mit allen zusammen, dann nochmal eine Session in Kleingruppen und dann gemeinsam und dann einen Abschlussworkshop, hopefully dann in Präsenz, also wo man dann auch mal live zu den Gesichtern, die man da jetzt immer online gesehen hat, auch mal die Menschen dazu sieht. Das wär schon eine coole Geschichte. Genau, und was mir vorhin noch mir noch eingefallen ist, wegen Online-Interaktion, wir haben es halt über Padlet gemacht, einmal bei der Vorstellungsrunde und sind dann später zur Gruppenbildung wieder auf das Padlet gekommen. Und was auch cool war, war eben Mentimeter. Da haben wir dann quasi bei dem, wie wir beim Lernos Wheel quasi bei den Tools waren, haben wir dann eine kleine Abfrage gemacht, welche Online-Tools sie selber nutzen. Cool. Ja. Und dann haben sie so eine kleine Cloud da auch generiert. Das haben wir auch an eine Pause hingeplant, damit sie da in Ruhe dann auch gucken können, wie sich das so verändert. Da haben wir dann die Pause dazu genutzt, haben das dann gescreenshottet und ich habe dann das gleich getwittert und dann ging unsere Twitter-Challenge danach los. Sprich, nach der Pause haben sie dann auf Twitter den Tweet mit ihrer Cloud schon gesehen. Ja. Natürlich ja auch anonym war, weil es ja um Tools ging. Und das war dann von Simon, also Simon hat dann halt diesen Tool-Part dann im Einstieg gehabt. Das war ganz cool auf jeden Fall. Nur insgesamt hatten das Simon und ich ein wenig an Stress, weil das alles ein bisschen länger dauert online. Also wir haben stark überzogen am Ende, müssen wir ehrlich zugeben. Und ja, dank der Corona-Geschichte waren echt alle bis zum Schluss da. Das war der Hammer. Wir haben, glaube ich, eine Stunde überzogen und es ist keiner früher raus. Keiner hat sich beklagt. Jeder war, glaube ich, irgendwie froh, dass er was zu tun hat. Und danach haben wir sie halt dann gleich noch in die Channels verabschiedet und haben gesagt, ihr könnt euch ja in den Channels dann jetzt noch austauschen. Und dann sieht man ja immer links so eine kleine Kamera, wenn sie sich im Channel dann besprechen. Und es ging halt auch noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde, wo sie dann sich da noch mal gleich die ersten Übungen gemacht haben. Also das war, war schon irgendwie cool. Ja. Also super cooler Blick ins Labor. Bin mal bestimmt gespannt, wenn es dann weitergeht, da nochmal reinzugucken. Könnt ihr mir die Slides vielleicht schicken? Dann würde ich die mit verlinken an dem Community-Call-Beitrag. Jo. Ja. Super. Und wer mag, kann den beiden gern ein paar Kudos im Chat posten, weil das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Sache. So, dann switche ich mal wieder auf die Agenda, dass wir die anderen Themen auch noch bekommen. Ich glaube, ich habe gesehen, der Leonid ist auch noch da. Michael hatte irgendwie gefragt, ich glaube an dem Post, wo ich Version 1.6 veröffentlicht habe, wie es denn aussieht mit dem Videolernpfad im Podcasting Guide. Da hatten wir mal so eine Umfrage auf Twitter gemacht, ob der Podcasting Guide nur einen Audiolernpfad hat oder auch einen Videolernpfad kriegen soll. Ich hatte als Antwort drauf geschrieben, dass es auf jeden Fall diese Idee noch da ist, diesen Videolernpfad reinzubringen. Nicht nur die Idee, sondern dass wir das auch machen wollen. Aber wir sind jetzt eigentlich seit dem Dezember, da hatten wir ja angefangen, wirklich die Cutters mal auszuformulieren für den Audiolernpfad fürs Podcasting. Leonid hat mir auch vor einer Weile da schon mal seine Ausarbeitung rübergeschoben, um Feedback zu geben. Ich muss sagen, Schande und Asche auf mein Haupt, hatte ich jetzt in den letzten 3 Wochen auch nicht geschafft. Aber vielleicht, Leonid, gibst du kurz mal so einen Einblick, wo wir da stehen. Also das ist tatsächlich ein Guide, der geht nur in Richtung der Audioproduktion, also wirklich Podcast. Ich glaube, das mit dem Video ist schon was anderes. Also man kann nicht einfach sagen, also klar, man könnte sagen, Pandor, ein Podcast, ja, ein Vlog, aber das ist zu kurz gegriffen, wenn es um das Thema Video geht. Also ich mache das jetzt auch bei uns in der Firma und auch mehr Berührungspunkte mit der Videogeschichte und die Anforderungen und das, was man da lernt, ist halt viel vielschichtiger als beim Audio. Also ein Podcast oder so ein Audiobeitrag, das ist mehr oder weniger das Gleiche beim Thema Video. Da geht es halt so super in verschiedene Richtungen. Entweder sind das Videos, sowas wie ein Lernvideo, also ich erkläre jemandem was. Ich nutze irgendwelche Tools, wie Simple Show, was darzustellen. Oder es ist ein Video von jemandem, der einfach nur von der Kamera was erzählt. Oder es ist ein Video von irgendeiner Veranstaltung. Und da kann man halt für die Sachen schon wiederum einzelne Pfade eigentlich ausdenken, weil die komplett unterschiedlich sind. Und da muss man halt gucken, vielleicht auch jemand, der tatsächlich aus dieser Videoproduktion kommt, fragen, was wären so die Basics für alles? Also zum Beispiel einfach verstehen, was es bedeutet, so Bildaufteilung, worum es da geht. Also dass man vielleicht gewisse, so sage ich mal, ästhetische Grundlagen zum Thema Video lernt in diesem Guide. Aber dann, wenn man jetzt tatsächlich noch eine bestimmte Richtung einschlagen möchte, entweder dann gibt es eine Vertiefung oder man muss dann selbstständig weitergehen. Ich finde es halt echt super umfangreich, das Thema Video.
zu dem Podcast kann ich schon mal sagen, also ich habe jetzt, glaube ich, die 4 Katas geschrieben. Und da geht es halt tatsächlich darum, wie man damit anfängt und was man da macht. Also mit dem Podcast, also wie plane ich den Podcast, was muss ich mir da überhaupt anschauen. Und ich seit ein paar Wochen versuche ich das Thema auch, also mit Leuten tatsächlich auch zu probieren, dass ich mit Menschen, naja, dass ich sie praktisch coache zum Thema Podcast und zum Beispiel diesen Canvas nutze, wo schon die Planung steht und da einfach gucke, was brauchen die Leute wirklich. Weil ich finde es super schwierig, so einen Guide zu entwickeln ohne den Praxisbezug. Ja. Können wir die, du hattest mir mal einen Link auf das Dokument geschickt, wo dein aktueller Stand der Katas drin ist. Können wir die auch im Community Call Agenda mit verlinken? Oder willst du den noch? Okay. Nö, das ist ja so ein Preview-Draft, also da kann jeder drauf zugreifen. Dass, genau. Weil ich will jetzt auch da mehr Fokus wieder drauf, weil bei uns kommen jetzt wahnsinnig viele Anfragen für so Remote-Podcasting-Sachen, weil alle bei Video Bandbreite sparen wollen und Wissenstransfer im Kontext von Flipped Classroom-Schulungen und so weiter per Podcast machen. Deswegen glaube ich, ist das sinnvoll, dass wir da was haben, was man auch irgendwie einigermaßen selbstorganisiert einsetzen kann. Ich habe es gemerkt, also ich gehe natürlich beim Podcast immer von so einer richtigen Produktion aus. Man macht einen Podcast, man macht eine Planung, man hat immer regelmäßige Veröffentlichung der Podcast, jemand subskribiert diesen Podcast und wir haben jetzt gerade in der Firma gesehen, dass man in dieser Corona-Kommunikationszeit eigentlich was super, super Einfaches braucht und wir sind bei dem Punkt geblieben, man nimmt ein iPhone, macht die Aufnahmen und packt die auf ein Wiki. Ja. Da ist auf dem Wiki einfach eine Play-Taste und da ist halt von diesem High-End-Podcasting, sage ich mal, was normalen Podcaster vertraut sind, die ganzen Features sind nicht dabei, aber man braucht es auch nicht. Ja. Und ich kann aber zeigen, also bei mir war das halt wirklich so, dass wir als hier die ganze Corona-Geschichte angefangen hat, da ging es in die Richtung, Leute meinten, ja hier, wir brauchen Equipment, wir haben überhaupt nichts, um Sachen aufzunehmen. Und da habe ich so eine Anleitung geschrieben, wie man mit dem iPhone vernünftiges Audio eigentlich schon hinbekommt. Ich kann mal zeigen. Mhm. Das ist bei uns im Intranet, aber ich kann das über Screensharing vielleicht mal zeigen. Und, da. Ja, das geht raus, ja. Ja, Harald sitzt. Weil das war halt so tatsächlich die Suche, wie finde ich jetzt irgendwie eine Möglichkeit, Audios zu produzieren mit, jetzt komme ich auf die Idee, Audios zu produzieren und ich lege los. Also ich kaufe nichts, ich muss keine Schulung machen, ich fange jetzt einfach an und mache was schon mal vernünftig ist. Und da bin ich halt auf die Idee gekommen, zum Beispiel, also dieses Bild würde ich dann auch in die in den Lern-Guide übernehmen. Das ist so die einfachste Erklärung, wie nehme ich halt vernünftig was auf. Hey, mein Tablet ist fertig. Wie nehme ich was auf für Audio? Mit der Podcasting-App, mit der Sprachmemos-App. Mhm. Und Kollegen haben das schon benutzt, also unser Betriebsrat hat damit schon einige Sachen aufgenommen. Man sieht auf dem Foto richtig, wie er so das Telefon halt irgendwo hält, der Typ. Und es finde ich schon wirklich gut, was halt man da noch ergänzen kann. Es gibt so Sachen wie, man nimmt einfach ein Stück Schaumstoff oder irgendwie eine Socke, zieht einfach über das Telefon einfach als Windschutz und dann verbessert das auch schon die Audioqualität. Und ich dachte, man könnte sowas natürlich in den Guide reinbringen, weil das ist so der Anfang, ja, mit dem Leute eigentlich starten können, bevor sie überhaupt auch einen Euro investieren in Equipment. Ja. Das Thema Equipment, da wurden mir auch Fragen gestellt, das ist auch super vielschichtig. Also man kann halt für 50 Euro starten, man kann auch einen Tausender investieren. Und auch da ist halt so alles total unklar. Und was wir auf jeden Fall machen, ist halt der Canvas. Also mit dem Ding gehe ich jedes Mal in die Besprechung mit Menschen zu dem Thema. Also ich kann mal zeigen, das sind so die ersten Seiten aus dem Guide, die ich jetzt bisher geschrieben habe. Das ist aber nur wirklich nur die Cutter, der Cutter-Teil. Und da ist ja auch ein Kapitel zu diesem Canvas. Und bisher kommt das echt gut an, dass sie sagen, okay, guckt euch das an. Also ich hoffe, das kann man hier wirklich vergrößern, dass dann dort auch schon die wichtigen Fragen stehen, die man eigentlich braucht, bevor man mit irgendwas startet, mit dem Podcast und überhaupt mit irgendwelchen Audiobeiträgen, dass man sich halt diese Fragen stellt, wie nehme ich das auf, für wen nehme ich das auf, wie oft veröffentliche ich das. Das glaube ich schon so die Praxiserfahrung, die ich jetzt sammeln darf mit ein paar Freiwilligen und einfach zu gucken, ob das überhaupt passt. Und ich glaube, man muss schon vieles reinschreiben, wo man als ein Podcaster mit Erfahrung schon Schwierigkeiten hat, um daran zu denken, weil Leute stellen wirklich super, super, super einfache Fragen.
Ja. Das macht den Guide ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ist in der Entwicklung, aber da sind ja auch Feedback angesucht. Sehr gut. Da ein paar Leute, die sich einfach mal das Ganze anschauen und sagen, okay, wir haben Bock drauf und wir probieren das aus und geben Feedback, was da halt fehlt, dann würde man das aufnehmen. Ich habe mich schon versucht, mich so hineinzuversetzen. Mal gucken. Perfekt. Also so weit bin ich bisher gekommen. Sehr cool. Genau. Wie gesagt, wir haben ja eine Kategorie auf Connect auch, also da findet ihr auch den Link zu dem aktuellen Podcasting Guide. Es gibt den Channel auf Discord, also wer da Lust hat, auszuprobieren oder mitmachen will, gern einfach melden. Ich habe gerade geteilt, Moment, ich nehme das mal wieder ab, die neue Version 4 von Ultraschall, eigentlich das Flaggschiff für Podcast-Aufnahme, falls das jemand nutzen kann, ist im Firmenkontext sehr offen erlaubt, ist es gerade rausgekommen. Die Firma, die Reaper, das Audioschnittprogramm, was da drunter liegt, anbietet, hat da auch eine freie Version wegen Corona jetzt. Ich glaube, bis Ende Juli oder so kann man die kostenfrei nutzen. Danach kostet sie aber auch bis zum 1. Juli. Genau, nur 60 Euro oder 69 Euro. Also wer da einsteigen will, packen wir hinterher auch noch die Links in die Kommentare. Danke dir, Leonid. Herr Simon, eine kurze Frage dazu. Kennst du irgendeine Firma, die es geschafft hat, Ultraschall oder Reaper offiziell reinzubringen? Ist es möglich? Also die Idee, die ich hatte, dass man bei VW diese Software freigibt, weil die wirklich mit 200 Euro kommerzieller Lizenz relativ günstig ist und einen Podcaster komplett glücklich macht. Ja, also ich kenne außer SAP niemanden, der die internen Podcasts auf Reaper produziert. Und da würde ich jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das nicht irgendwie auf dem privaten Rechner läuft. Da kann ich, was nicht Christoph war, hatte zugesagt, ich weiß nicht, Christoph, bist du im Call? Nee, aber da kann ich mal nachfragen. Aber tatsächlich kenne ich keine Firma, die irgendwie Reaper offiziell im Einsatz hat. Nee. Okay. Leider nicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit machen wir so einen Kombipack. Es gab ein paar coole Veranstaltungen, die sind auch hier verlinkt alle. Der Alex mit Schlachtplan-Konferenz bei LV 1871 online bringen. Dann ist der Karl-Heinz da, Corporate Running Camp 2.0 digital. Haben wir online gemacht, weil es in Hamburg nicht offline stattfinden konnte. Waren in der Eröffnung 440 Leute da bei Zoom. Das hat auch funktioniert, erstaunlicherweise. Und Piwi hatte angekündigt auf Twitter, dass sie jetzt bei Schaeffler auch ihr internes Barcamp auf digital umgestellt haben, was auch jetzt im April hätte stattfinden sollen. Vielleicht, wenn ihr jeder einfach nur so ein paar Absätze sagt, dass wir durch die restlichen Punkte noch alle durchkommen, dass wir halt so 5-6 Minuten Block für die drei Punkte haben. Ich gebe dem Karl-Heinz gerne einen Vortritt. Ja, gerne. Ja, also vielleicht, Simon hat es ja schon gesagt, wir haben das Corporate Learning Camp in Hamburg eigentlich verschoben. Wir wollten deshalb gar nichts weiter machen jetzt. Und an dem Tag, als die Verschiebung in den August verkündet wurde, kam die Community und hat gesagt, nö, jetzt haben wir uns die zwei Tage freigehalten, jetzt wollen wir auch was machen. Und dann haben wir kurz überlegt, wie können wir das mit wenig Aufwand vom Kernteam trotzdem ein bisschen einrahmen. Und die Idee war, dass wir gesagt haben, ihr bringt ja bei dem Barcamp ohnehin schon die Inhalte mit ein. Also ihr könntet diesmal auch die Technik mit einbringen. Also jeder bringt sein Konferenzsystem mit, indem er in dem Sessionplan den Zugangslink mit angibt. Die sind jetzt alle wieder rausgenommen, damit kein Schindluder damit getrieben werden kann. Aber oben, wo Zugangslink immer in dem gelben Feld bei jeder Session steht, da war wirklich ein Link und da braucht man bloß raufklicken und dann war man praktisch damit verbunden. Und was uns sehr überrascht hat, war, es waren wahrscheinlich mehr als 450 Leute. Simon, wir müssen noch mal gucken in der Zoom-Aufzeichnung, die du noch hast. Wie viel Zähl noch mal alle durch. Ja, 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 da müssten wir die Zahl noch finden. Irgendwelche Leute haben von 470 gesprochen. Also es hat uns überrascht, dass so viel dabei waren. Und wir sind an den zwei Tagen zu insgesamt 100 Lernmodulen gekommen. Genau 100, also es waren, ich glaube, so 96 oder 95 Sessions und dann hatten wir noch ein paar Assemblies, was auch virtuell abgebildet war und tatsächlich, es hat funktioniert. Simon hat auch eine von den Assemblies gemacht. Also Hochachtung, wir haben damit mal das ganze, diese ganze Selbstorganisationsthematik eines Barcamps virtuell abbilden können und noch ein Stückchen eins draufgesetzt. Das Einzige, was so fehlte, war so ja, das Socializing, also dieses gemeinsame in die Session gehen und ins Gespräch kommen dabei. Das fehlte hier natürlich und Simon hatte da auch eine gute Idee. Er hat einfach mittags mal probiert, die
den Hub von Mozilla einzusetzen. Da haben wir dann auch ein bisschen mit experimentiert und am Ende nochmal versucht, viele Leute da reinzukriegen. Leider war das System dann ein bisschen überfordert, wenn da so ganz viele gleichzeitig reingehen, die sich denn da gut unterhalten könnten. Aber in der Idee müssen wir etwas weitermachen. Simon hatte dann auch die Idee, dass wir unseren Eröffnungskanal, also den Zoom-Link für die Eröffnung morgens, den ganzen Tag offen halten und immer jemand da sitzt. Und das hat sich auch als gut erwiesen. Da kamen ab und zu neue rein, die gleich den richtigen Hinweis kriegen, wo sie jetzt weiterkommen. Und es kamen aber auch Leute, die einfach mal probiert haben, ob da jemand ist für einen kurzen Schnack. Ja, ich glaube, das war's. Die Zoom-Videokonferenz mit dieser Large-Meeting-Option hat gut funktioniert, die hat eigentlich nie gewackelt. Google Doc mit so vielen Leuten drauf hat ziemlich gewackelt. Ja. Es hat sich bewährt, parallel eine Telegram-Gruppe zu haben für schnellen Austausch und Fragen. Das, was ich im Chat gerade gepostet habe, ist dieser Rückblick-Blog von Karl-Heinz. Da könnt ihr reinschauen, ist der Sessionplan auch verlinkt. Und ich habe noch so einen Making-of-Blog in Vorbereitung, wo man so ein bisschen wie haben wir es umgeplant, von physisch auf digital beschreiben, falls es jemand brauchen kann, kommt im Laufe der nächsten Woche dann raus. Okay, dann können wir kurz danke dir, Karl-Heinz, den Alex vielleicht zur Schlachtplan-Konferenz, kein Barcamp, aber fast genau das Gleiche. Deswegen, also ihr müsst euch das, was der Karl-Heinz gerade vorgestellt haben, jetzt einfach viel kleiner vorstellen. Deswegen ist das alles nicht mehr so atemberaubend. Was machen wir als LV 18? Wir haben so ein Luxusproblem. Wir können da nie verzichten. Wir wollen immer alles machen. Das führt dann dazu, dass wir irgendwie so 30 Projekte gleichzeitig machen wollen. Und alle 4 Monate kommen so ungefähr 100 Leute zusammen. Die Projektleiter, die Product Owner, die Business Owner und alle, die da gewisse Rollen haben, kommen einfach da zusammen, um die nächsten 4 Monate zu planen. Und das machen wir immer bei uns in der großen Halle, wo wir auch unser Camp letztes Jahr hatten. Und das ist immer toll, weil dann hängen dann überall die Folien an der Wand und man sieht seine Features und das ist dann alles sehr haptisch und es gibt viel zu bereden, es gibt viel Austausch. Und die Herausforderungen, die wir jetzt hatten, waren im Prinzip, dass wir 2 Wochen vorher dann entschieden haben, dass das ja nicht stattfinden kann wegen Corona und dass wir das leider auch nicht mit Zoom machen können, sondern mit Skype for Business. Und damit ist alles gesagt. Also mit allen Einschränkungen dieses Werkzeugs. Das heißt, wir haben alles, was wir versucht haben abzubilden, in virtuelle Räume abgebildet. Also es gibt unser Foyer, gab es als virtuelles Raum, wo sich alle am Anfang getroffen haben, wo es sozusagen das Intro gab. Dann gab es Breakout-Sessions. Das sind einfach die Räume, in denen sich die Teams gefunden haben. Und die Projektleiter, die dann zu Teams hingegangen sind, um ihre Feature zu besprechen. Was kommt rein? Was hat welche Abhängigkeiten? Und was sehr gut funktioniert hat, wir hatten einen Technikraum. Also wenn es technische Probleme gab für die Leute, konnten die in einen extra Raum gehen und da irgendwie klären, mein Sound geht nicht oder ich kann nicht streamen oder wie auch immer. Und wir hatten so einen Kaffeeraum. Der ist zwar tagsüber nicht benutzt worden, aber als die Session zu Ende war, normalerweise, wenn wir uns physikalisch treffen, dann trinken wir alle gemeinsam noch 1 oder 5 Bier, was das Unternehmen dann sponsort. Und das haben wir dann sozusagen virtuell gemacht in dieser Kaffeeküche, die da war. Da waren auch wirklich noch Leute eine halbe Stunde nach Beendigung der Schlachtplan-Konferenz dann da. Großen Beifall von allen. Es waren alle da, sind auch alle bis zum Schluss geblieben. Kann ich auch bestätigen, dass es sehr viel Energie sozusagen gebracht hat. Und dadurch, dass wir das Skype for Business selber hosten, war mittags quasi Schluss. Also wir haben Desktop-Sharing gemacht und die IT hat dann irgendwie angerufen und haben gesagt, dass wir das ganze Haus blockieren. Also die noch Versicherungen verkaufen konnten, quasi nicht mehr arbeiten. Weil wir sozusagen diese eine Session, die wir gestreamt haben, an 100 Leute gestreamt haben und das ist dann noch schlimmer als Video. Ach, wie auch immer, Technik. Ja. Genau, und das haben wir dann gemacht. Ab der zweiten Hälfte haben wir die Leute dann quasi alle über die Wiki-Seiten navigiert. Das hatten wir alles auf den entsprechenden Seiten, wo man hinkommt und dann konnte man immer sehen, worüber gesprochen worden ist. Ja. Super, sehr cool. Wir haben den LinkedIn-Post, ne? Robert hatte ja einen Poster geschrieben. Genau. Da sind auch der Sessionplan und die Links und so weiter drin. Wer da Interesse dran hat, wie man sowas macht oder was weiß ich, einfach an mich wenden. Ich bin gerne bereit, darüber zu erzählen. Ich hatte gerade im Chat schon gefragt, ob wir die Themen Hardy, Stefan, ob wir die auf den nächsten Call verschieben können, sonst wird es so eng am Ende. Genau. Stefan hat schon Ja geschrieben. Hardy, wenn das für dich passt. Ja, ist okay. Alles klar. Genau, dann haben wir noch Luft für die Piwi ein paar Minuten, aber ich glaube, du wirst auch sagen, Template ist recht ähnlich, oder? Genau, wir haben unser Template in Jive abgebildet und überlassen es, also es ist vergleichbar mit dem, was im Barcamp in
das CLT-Barcamp gemacht wurde. Wir überlassen es den Leuten, ob sie in Teams oder in Skype oder in Zoom, was bei uns gerade irgendwie gehypt wird, ihre Sessions abhalten. Wir haben den Sessionplan also auch mit Dokumenten schon hinterlegt. Was ich ganz faszinierend finde, obwohl wir uns alle gerade im Urlaub sind, obwohl sie Stunden abfeiern und eigentlich direkt danach sehr wahrscheinlich in die Kurzarbeit gehen, kriegen wir gerade ganz viele Anmeldungen rein. Genau, also und wir haben das große Glück, dass wir in unserem ESN, also direkt vorne, jetzt auch eine Kachel haben. Das heißt, also sind sehr präsent. Und ich bin nach wie vor guter Hoffnung, dass also auch trotz anstehender Kurzarbeit das Ding stattfinden wird, weil die Leute jetzt eben auch über ihre privaten Handys draufkommen. Genau, und dann sich irgendwie privat was einfallen lassen. Also, was hast du gesagt gerade? Zoom nutzt ihr auch, oder? Ja, die Chinesen haben bei uns das Zoom durchgedrückt und ja, einen großen Zoom-Hype gerade. Dann kommt danach kommt dann noch WeChat wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Irgendwie alles genau. Also ich werde beim nächsten Mal, wenn es dann war, ja. Genau, also das würde ich versuchen, aus den Calls jetzt so ein bisschen rauszuziehen. Ne? Was sind so die Learnings? Ja. Die meisten von euch haben ja jetzt physische Barcamps gemacht. Wie sieht das virtuell aus, dass wir da jetzt möglichst schnell gemeinsam irgendwie durch diese Lernkurve durchgehen und voneinander die guten Tipps und Tricks irgendwie abgucken können? Mhm. Alright, dann danke euch auch. Die nächsten zwei Themen, wie gesagt, schieben wir dann aufs nächste Mal. Ganz kurz vielleicht noch die letzten Minuten zum Ausblick. Was kommt so jetzt in den nächsten Monaten? Also zum einen mal für die LernOS4U-Version 1.7.1.8, also Q2 und Q3, steht zum einen mal auf dem Programm, diesen LernOS Memex, also diesen Memory Extender als OneNote-Vorlage mitzubringen. Den hatte ich ja schon mal in dem Teams Barcamp vorgestellt. Gibt es einen Podcast dazu, kann ich hier nachher noch verlinken. Und der große Aufgabenblock ist die Konsolidierung der Grundlagen und der Katas. Also da hatte ich jetzt gerade bei der Webversion, wenn man da mal durchklickt, gemerkt, dass man da doch an vielen Stellen noch nicht ganz stringent sind, die Dokumentation nicht durchgängig ist, die Katas teilweise anders aussehen oder noch Bücher voraussetzen und so. Also das wollen wir konsolidieren mit dem Ziel, Ende des Jahres eine Version 2.0 zu haben, die wir dann auch in mehreren Sprachen dann bringen. Also wo wir da gucken, haben sich ja schon einige gemeldet, die gesagt haben, wir würden uns gern um französische, spanische, chinesische Version kümmern. Hatte ich ein bisschen gebremst, weil ich gesagt habe, das macht dann Sinn ab der Version 2.0. Dann fließt jetzt bei uns viel Energie in das Expert-Debriefing, da die Version 3.0, das ist im Moment auf der 2.4. 3.0 deswegen, weil da jetzt mal gesammelt das Feedback der ganzen Moderatoren, da gibt es ja so ein Moderatorennetzwerk mit 900 Leuten, über 900 Leuten, gibt es ein Google-Doc, wo Kommentare drin sind. Ich habe wahnsinnig viel nach Schulungen per E-Mail geschickt gekriegt. Da ist das Ziel, das jetzt im nächsten halben Jahr alles einzubauen, damit unsere offene Schulung im Herbst dann auf dem 3.0er-Leitfaden stattfindet. Und da wird es dann endlich auch eine englische Version von dem Expert-Debriefing-Guide geben. LernOS Rockstars Camp, sind einige von euch angemeldet, 23. 24. Juni. Weiß nicht, wer auf die Webseite geguckt hat. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen da in Abstimmung auch mit dem Krisenstab bei der Telekom schon mal eine Nachricht draufgeschrieben, wo wir gesagt haben, Moment, gehen wir erstmal noch davon aus, dass es stattfindet. Telekom hat jetzt auch gesagt, sie haben ihre Präsenzschulungen aktuell mal bis Ende Juli abgesagt oder Anfang Juli. Also auf jeden Fall, wir fallen da noch mit rein. Wobei eine externe Veranstaltung, dafür könnten andere Regeln gelten. Ich glaube, wie an vielen Stellen muss man sagen, man kann einfach jetzt im Moment da noch gar nichts sagen. Wir haben jetzt gesagt, wir warten den Termin ab, wo die Bundesregierung quasi in den Osterferien dann irgendwann bekannt gibt, wie der Fahrplan ist fürs nächste halbe Jahr und würden dann entscheiden. Das Camp wird aber auf jeden Fall stattfinden, zur Not wird es halt virtuell auch stattfinden. Ich habe Erfahrungen, wie man das macht. Alle, die das wollen, können ihr Ticket, oder die es nicht wollen, können ihr Ticket natürlich dann stornieren, kostenfrei. Und ansonsten machen wir das virtuell, verschicken für die Abendveranstaltung Care-Pakete und Craft-Bier und so weiter, dass wir da auch locker eine Runde was trinken können. Also das wird auf jeden Fall stattfinden, weil eine jährliche Veranstaltung, finde ich, macht keinen Sinn, wenn man die dann ein Jahr ausfallen lässt und dann nur alle zwei Jahre. Genau, und sonst nur noch zwei kleine Termingeschichten. Nächste Cross-Company Community Manager Call, der ja auch immer über Connect angekündigt wird, der ist am 23.04. Das ist ein offener Call per Zoom in Englisch. Geht es immer ums Thema Community Management. Und aus dem Bench-Learning-Kontext heraus ist die Idee entstanden, so eine monatliche Keynote mal zu machen, wo man sich mal so Top-Speaker zu einzelnen Themen einlädt. Da ist jetzt nächsten Mittwoch der nächste Bench-Learning-Termin. Da werden wir besprechen, was da
Thema und vielleicht Referent sein soll. Und das kommt dann auch in Community-Kalender. Wisst ihr ja wahrscheinlich alle, den findet man einfach, wenn man über Connect, über die Startseite geht, ist der am Ende oben hier angepinnt. Und ich sehe schon viele Tschüss und Winken im Chat. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Was ihr noch so an Links habt und so weiter, was sich weiter tut, packt es gerne unter den Call als Kommentare dazu. Wer Folien hat oder Sachen hat, die ihr veröffentlichen will, schicken. Und dann würde ich sagen, schönes Wochenende, bleibt gesund und bis im April, im Mai dann. Tschüss. Ciao. Dankeschön euch allen. Ciao. Vielen Dank. Und tschüss. Ciao.